I'll Fight Hell to Hold You, yeah. Die Solo-Single von Rod Gonzalez. Herzlich willkommen. Danke. Geile Brille. So. Ich habe auch so eine. Ja, Mensch. Da fallen mir ja gleich 1000 Worte ein, wenn ich dieses Video sehe. Ich weiß gar nicht, mit welchem ich anfangen soll. Schieß los. Also erstmal hast du dich kastriert oder Kreide gefressen? Nee, das ist eine meiner natürlichen Begabungen, die ich schon seit einigen Jahren festgestellt habe, dass ich sehr gut so diese Fistelstimme singen kann. Und das klingt dann auch immer schon gleich nach Bee Gees. Und dann irgendein von den dreien oder eine Mischung aus den dreien. Ja, passt ja auch, die Ära so, ja. Staying Alive-mäßig. Ja. Und du musstest also keine besonders enge Hose tragen, um da so hochzukommen. Nee, überhaupt nicht. Also ich brauchte auch keinen Klötisten, also der Typ, der mit den Steinen irgendwie die Weichteile zusammendrückt, so für die hohen Töne, das braucht ihr auch nicht. Das ist alles natürlich. Ja. Genauso wie die Sprünge auch in den Videos. Genau, Pirouette, Flickflack, was kannst du noch? Spagat? Ja, einen Stunt mussten wir rausschneiden, der war zu gefährlich. Da habe ich mir auch ein bisschen wehgetan. Da sprang ich irgendwie vom Balkon runter mit einem vierfachen Rittberger und kam unten an, da habe ich mir einen Fuß verknackst bei. Deswegen kann ich euch heute diese Sprünge nicht vorführen. Ja, schauen wir mal. Wir proben das jetzt noch ein bisschen. Vielleicht schafft er ja doch noch das ein oder andere. Ja, und weibliche Kiss-geschminkte Dame habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe es ja damals mal probiert mit 11, aber habe es dann sein gelassen. Und du? Bist wer warst du? Als der mit der langen Zunge natürlich. Jean, klar. Mhm. Und du? Ich war Peter Criss. Ich weiß noch, mit 11 Jahren bin ich auf so einem Karneval, irgendwie so ein Klassenfest oder so. Und ich habe mir so die Katzenschminke dann drauf gemacht. Das hat keiner verstanden. So. Keiner kannte Kiss damals. Du warst einfach zu upfront. Ja. Waren Kiss wirklich so Heroes für dich, so als Team? Total, absolute Heroes. Also, du sprichst auch gerade von Gene Simmons. Das war mein absoluter Held. Also so ein Monster wollte ich auch sein auf der Bühne. Schreck mal die Zunge raus. Wie lange ist deine? Oh, die ist aber kurz. Ja, sie ist sehr kurz. Oh, total enttäuschend. Du, wenn du jetzt schon mal hier sitzt, ne, ist ja ganz klar, dass die Leute sich denken so, wo sind die anderen? Wo sind die anderen, ja. Rod alleine? Ja. Fühlst du dich allein? Nö, überhaupt nicht. Ich fühle mich ganz wohl hier so. Okay. Mit dir. Ja, ich bin ja auch noch da. Guck gleich mal ein Stück rüber. Ich würde gern von Rod wissen, schreibt Claudia, dreimal die 6 dahinter, keine Ahnung, was das bedeutet. Claudia 666. Genau, ob die Ärzte sich trennen wegen Fahrens Soloalbum, Deutsch ist egal, ich lese alles vor, und Rods Solo-Single, denn ich habe festgestellt, dass Bela auf dem Bizarre-Festival Werbung für Fahrens Soloalbum gemacht hat. Das hat er nicht nur auf dem Festival gemacht, sondern das hat er fast für jeden Show gemacht. nee, also die Ärzte lösen sich nicht auf, zu deiner Beruhigung. Wir spielen dieses Jahr am 8. September, es ist der 9. September, spielen wir das letzte Konzert dieses Jahres. Das heißt nicht das letzte Konzert für immer, sondern nur für dieses Jahr. Weil danach machen wir eine Pause, dann macht Fahren sein Soloalbum, das kommt dann auch, erscheint dann auch. Und ja, ich habe so eine kleine Single noch mit reingestreut, so reingeschummelt auf die Schnelle. Und Bela macht natürlich seine Filmgeschichten, er ist am Drehbücher lesen wie ein Irrer und irgendwie sich darauf vorzubereiten auf seine Rolle, seine erste Hauptrolle, die er dann jetzt bald dreht. Aha. Und also wir haben viel zu tun, privat sozusagen. Aber die Einheit bleibt. Die Einheit bleibt, klar. Gut, Claudia, gerettet, ja, für alle anderen Fans auch, beruhigt. Du hast die CD Hansignif gewonnen, jetzt spielen wir für dich einen Wunsch und sehen uns dann gleich wieder. Genau, wir spielen nämlich von No Angels, There Must Be an Angel, für meinen Freund Bela B. Er liebt die so sehr. Okay, und die sind übrigens morgen zu Gast. Also Bela, morgen gucken. Mist, ich komme morgen nochmal vorbei. Das war für Bela, Rod ist das da. Bela, das war dein Song, oder? Hat gerockt. Morgen übrigens hier die No Angels. Hast du verpasst, leider aber verpasst. Kannst du hier nochmal reinsneaken als alles Goofy. Haben. Man kann nicht alles haben. Eure Fragen, ein Fax von Nina fragt, wann spielt ihr mal wieder in Berlin? Wann spielen wir mal wieder in Berlin? Wahrscheinlich, wenn wir wieder auf Tour fahren. Das dürfte wahrscheinlich irgendwie frühestens im nächsten Jahr sein. Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres. Weil jetzt habt ihr einfach schon mal Gas gegeben in diesem Jahr. Aber hallo, wir haben ziemlich viel gespielt. Ja. Eine sehr lange Tour von Mai? Ich glaube, es waren, nee, früher noch, April. Ach so. Dann haben wir eine kleine Pause gehabt und dann ging es weiter. Also wir haben schon ziemlich viel, vor sehr vielen Leuten gespielt und jetzt auch spielen wir noch diese Festivals. Und das ist schon ein ziemlicher Stiefel. Also ja, ich glaube, das reicht dann auch noch für das Jahr. Nina, sie geht ja nicht einfach nur so auf die Bühne. Bei Bizarre zum Beispiel gleich viermal vier Zugaben oder wie viel waren es? Ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Also, waren es drei oder vier? Ich glaube, es waren vier. Ja, ich glaube, es waren auch vier. Also da gibt es schon richtig bis zum Umfallen alles, ne? Ja, also solange die uns lassen. Also oftmals kommt dann der Stage-Manager und sagt so, ja, jetzt aber Feierabend, das geht nicht mehr. Also okay, ja nicht. Ah, sie wird rausgeschmissen. Auch du hast eine handsignierte CD gewonnen, viel Spaß damit. Ja. Weiter geht's. Und zwar aus dem Chat eine Frage. Maria möchte wissen, DD1 steht da noch hinter, geht Rod auch mal alleine auf Tour? Gute Frage. Du meinst, ich als Tänzer vielleicht irgendwie? Ja, wer weiß. Abwarten.
Also ich lebe so in den Tag hinein. Also komm mit dem Flickflack, das solltest du mal live bringen. Jens ist in der Leitung, 16 aus Hörschwalk. Hallo. Hallo. Hast du eine Frage? Ja, und zwar, ob da auch noch mehrere Solo-Projekte geplant sind. Von LSI-Künstlern. Von mir jetzt? Auch, ja. Auch. Ja, ich habe ja die Projekte erwähnt, die so quasi laufen zur Zeit. Fahr in Urlaub, ein Soloalbum und zwei Singles und zwei Videos, die er schon gemacht hat. Ich mit meiner Super-Single hier, genau. Mit einem Super-Video. Seit dem 20. auf dem Markt übrigens. Genau, seit gestern. Ja. Und und Bela dreht halt einige Filme. Den werden wir öfter sehen. Ende des Jahres. Aber lass uns doch ruhig über deine Tanzkarriere noch sprechen. Meine Tanzkarriere. Ja, also wenn man spricht, ich eigentlich alles selber tanzt da. Bitte? Hast du alles selber tanzt? Auch den Salto? Alles, ja. Alles selber gemacht. Wow. Ja. Ja, Jens. Ne, das kann er. Ja. Jens, du hast die CD Hansigit gewonnen. Okay, danke. Viel Spaß mit. Was wünschst du dir? Von Jamiroquai, Little L. Okay, willst du noch schnell grüßen? Ja, und zwar mein Vater, der hat gerade unser Esszimmer renoviert. Du hast einen geilen Vater. Nicht schlecht, ey. Ja. Hammer. Hat das dein Vater früher gemacht? Ja, aber es war dann doch, also hätte ich mich nicht für bedankt. Oder ich hätte ihn nicht gegrüßt. Okay, Jens. Ne? Cooler Vater hier für dich, Jamiroquai, ja. Little. Okay, danke. Ciao. Ciao. Amerika ausgesprochen, oder? Yes. It's the Rot. Und da haben wir auch eine passende Frage, deswegen komme ich auch dazu. Und zwar, Amira aus Wuppertal möchte wissen, ist Rot Gonzales eigentlich dein echter Name? Mein echter Name ist Rodrigo Gonzales, aber viele haben Probleme, das Wort Rodrigo auszusprechen. Deswegen Rodrigo. Machen wir nur noch R-Rot. Rot. Das ist einfach. Das heißt, was für ein Blut fließt da so? Chilenisches Blut. Ja, passt ja. Rot. So, das war diese Frage, ne? Hier seit gestern kaufen. Kaufen. Wollen wir ja irgendwie nicht vergessen nicht zu sagen. Nicht nur einmal kaufen, gleich mehrmals kaufen. Ist gut zum Verschenken. Genau. Das sind ja auch bald die Feiertage und so. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, kann man immer verschenken. Jodel aus dem Chat möchte wissen, wie alt muss man eigentlich sein, um ein Rotstar zu werden? Um ein Rotstar zu werden? Also Mindestalter, glaube ich, es geht bei 14 los. Und Open End, nach oben hin gibt es keine Beschränkungen. Wieso gerade 14? Ja, da sollte man zumindest irgendwie so ein bisschen mit den beiden Füßen im Leben stehen. Okay. Und mit 14 hat man das, glaube ich, mittlerweile erreicht, dass man so sagen kann, meine Alten, von denen lasse ich mir nichts mehr erzählen. Stimmt. Ja, ich will selbstständig sein. Mit 14 hatte ich auch eine neue Frisur, da war ich ein ganz neuer Mensch. 14 ist ein gutes Alter. Wie sahst du mit 14 aus? Punkige Haare halt so. Echt? Ja. Da kommt auch eine Frage von Vadus aus dem Chat. Kehrt denn auch Fun-Punk in deine Musik solomäßig dazu? Oder irgendwann planst du auch ein Album? Also Fun-Punk fand ich früher eigentlich schon immer ziemlich albern, ziemlich doof, um das so zu sagen. Und ich glaube nicht, dass Fun-Punk irgendwie irgendeine Rolle spielen wird in meiner Solo-Karriere. Und du hast auch ein Album gefragt. Ja. Ein Album wird es irgendwann geben, das ist klar, okay. Aber nicht dieses Jahr mehr. Und ich werde mir da nochmal richtig Zeit dafür nehmen. Und es wird nicht nur Disco sein. Okay, aber es war dieses Mal Disco bei der Solo-Single und jetzt brauche ich Musik. Music. Schieb weg. So, okay. Jetzt möchte ich den Schritt, den Gonzales Rock. Disco, Dance, Staying Alive von dir sehen. Also welchen hattest du da gemacht? Komm mal hier zu mir. Es gibt verschiedene. Also wir wollen nebeneinander stehen, ja? Ja. Also es gibt natürlich erstmal den ganz einfachen Schritt, ne? Links. Rechts. Links. Rechts. Und dann kannst du natürlich... Was machst du da? Einfach nur so, ja? Ja, genau. Und wieder. Stay alive. Und dann gucken wir uns natürlich auch an. Ja, wir gucken uns an. Wir sind ja angerufen. Können wir auch so Butt Bump? Können wir auch. Oder auch mal so. Wir können doch halten. Stay alive. Ja, ist alles möglich. Disco macht's möglich. Disco Staying Alive, das ist der Disco King des Jahres 2001. Rod, danke fürs Dasein, danke fürs Tanzen. Danke fürs See you next time around fürs Album und Fahren kommt bestimmt auch mal bald vorbei. Ja. Das war Rod und wir spielen jetzt, weiß ich nicht, wir spielen einfach was. Ja, was Schönes. Tschüss. Ciao.